Mit Jimmy Schlager waren wir schon in Schloss Orth. Dieses Mal haben wir die Donauauen besucht. Und wie sich das gehört, natürlich mit dem Boot. Wir brauchen einen der Trommel. Vor 20 Jahren wurde der Nationalpark Donauauen gegründet. Der Herr Direktor Karl Manzano sitzt jetzt bei uns da im Boot. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen dazu. Ja, also die Geschichte vom Nationalpark Donauauen ist ja älter als diese 20 Jahre. Der entscheidende Impuls war sicher die Aubesetzung im Dezember 1984, also der Kampf gegen das Kraftwerk Hainburg. Und dann hat es noch 12 Jahre gedauert, bis der Nationalpark gegründet wurde. Da ist einerseits darum gegangen, gibt es nicht doch ein anderes Kraftwerk, das man bauen kann, östlich von Wien. Und hier in der Region ist die Diskussion ein bisschen anders gelaufen. Die Leute wollten zwar kein Kraftwerk, aber sie wollten eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Und sie wollten auch keinen Nationalpark mit großer Mehrheit. Also es war damals keine leichte Entscheidung für die Politik. Sie wurde aber getroffen und seit 20 Jahren gibt es den Nationalpark. Seit 20 Jahren sind auch wir hier von der Nationalparkverwaltung für dieses Gebiet verantwortlich. Natürlich die Forstverwaltungen, die vorher schon da sind, sind weiter hier, sind jetzt Nationalparkforstverwaltungen. Für die Donau ist immer noch die Wasserstraßengesellschaft zuständig. Heute heißt sie Via Donau. Ja. Das heißt, es sind, und das sind alles Partner im Nationalpark. Mhm. Und es ist auch sehr schnell gelungen, hier gemeinsame Ziele, einen gemeinsamen Weg zu entwickeln und diesen Weg zu gehen, sodass heute nach 20 Jahren eigentlich wir eine gute Bilanz ziehen können. Ein großes Argument war, oder ein gängiges Argument war, das ist ja wurscht, ob das da überschwemmt wird oder nicht, weil da entstehen ja wieder Landschaften und das ist dann alles dasselbe. Kannst du dem was abgewinnen? Naja, irgendwas entsteht immer. Aber was hier so besonders ist, ist auf der einen Seite der Fluss, die Donau, als großer, frei fließender Strom. Das gibt es ja sonst nicht mehr in Österreich, außer in der Wachau. Aber da ist man in einem engen Tal. Und dass dieser Strom begleitet wird von einem breiten Band von Auen, hauptsächlich Auwälder, die direkt mit der Donau im Zusammenhang sind. Altarme wie hier, die inzwischen oben auch angebunden sind und jetzt hier in die Donau, wir können hier in die Donau hinaus, mhm, fahren. Und der Wasserstand hier hängt ab vom Wasserstand in der Donau. Heute haben wir viel Wasser. Voriges Jahr um die Zeit war das Wasser sehr, sehr niedrig. Und das ist eben heute was ganz Besonderes, dass es Auen gibt, die noch mit dem Strom im lebendigen Kontakt sind. Das heißt, sie werden regelmäßig überschwemmt und auch das Grundwasser steigt und fällt. Und auch das ist wichtig. Es ist nicht so, dass wir im Sumpf stehen, weil immer das Wasser hoch ist, sondern es gibt viel Wasser und dann geht das Wasser auch wieder runter. Der Boden kann sich durchlüften und die Aubäume und auch alle anderen, ob das jetzt die Weiden sind, die Pappeln, die sind genau auf das angewiesen. Und diese besonderen Bedingungen schaffen eine besondere Gesellschaft, die sich eben von dem, was dann weiter draußen ist oder was wäre, wenn da jetzt nicht überall Äcker wären, doch deutlich unterscheidet. Wie wird das angenommen? Wie erlebt man als Naturparkdirektor, als Nationalparkdirektor? Ja, bitte, das ist... ja, das ist wichtig. Den Unterschied habe ich jetzt schon... Ja. Weil? Ja, die Nationalparke sind quasi die... Na, das ist die Formel 1 im Naturschutz. Okay. Ja. Also das... ist nicht ein Sportwagenrennen. Also ein Naturpark ist man bald ein Nationalpark, da naja, muss man schon was kennen. Nichts gegen die Naturparke, aber es hat jede Schutzgebietskategorie eine besondere Funktion. Mhm. Und bei uns ist wirklich das Ziel, die Natur, soweit es geht, sich selbst zu überlassen. Deswegen gibt es auch hier keine Forstwirtschaft mehr, es gibt keine Jagd im herkömmlichen Sinn mehr. Das Ganze ist ein großes Gebiet, wo quasi die Natur dominiert. Und das unterscheidet uns von einem Naturpark, der eher eine Kulturlandschaft ist. Beide, Naturpark und Nationalpark, sind für die Menschen offen. Ja, das haben wir gemeinsam. Und das nehmen die Leute an? Das nehmen die Leute sehr gut an, sehr intensiv an. Hängt auch damit zusammen, dass immer mehr Leute
in der Gegend wohnen, ob das jetzt im Wiener Bereich ist, mit der Seestadt Aspern, die ganze Entwicklung in der Donaustadt oder auch hier, vis-à-vis hier in Haslau, das ist eines der stärksten oder nicht, ich glaube, die stärkst wachsende Gemeinde gewesen in den letzten 10 Jahren in Niederösterreich. Es gibt immer mehr Leute, die hier sich ansiedeln und da gehört es dazu, dass man quasi hinterm Haus dieses große Erholungsgebiet hat und das wertet natürlich auch die ganze Gegend auf. Und wir als Nationalpark bieten eben Bootstouren an, so wie hier. Das heißt, wir versuchen den Menschen auf besondere Weise den Nationalpark zu vermitteln. Das kann man zum Beispiel, man erlebt die Landschaft am Boot ganz anders als zu Fuß. Das bieten wir an, aber wir bieten auch geführte Wanderungen an, wo wir auf die Besonderheiten hinweisen, die sich vielleicht nicht jeden am ersten Moment, am ersten Blick erschließen. Dazu haben wir unsere Ranger. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte es besuchen, auf was kann ich mich einstellen? Es ist ja jetzt nicht die Wahnsinnsattraktion, sondern es ist eher eine sanfte Sache, hätte ich gesagt. Es ist schon die Wahnsinnsattraktion, wenn man sich Zeit nimmt. Durch die Sanftheit. Ja, wenn man sich Zeit nimmt, aber es ist nicht die Instant-Attraktion. Mhm. Ja. Es ist nicht, dass man im Park hineinkommt und dann laufen die Elefanten und Giraffen herum. Wird es ja gar nicht viel geben da, oder? Nein, gibt es nicht so viel. Es gibt viel von den Hirschen, aber die zeigen sich auch nicht wirklich, obwohl wir eigentlich hoffen, dass es irgendwann einmal so weit ist, dass man die Hirsche auch besser sehen wird. Man kann sie sehr gut hören, zum Beispiel jetzt in der Brunft. Ja, es gibt eigene Bootstouren, wo wir an der Donau fahren und wo man die Hirsche hört in der Nacht. Und wenn man ein bisschen Glück hat, sieht man sie auch, wenn sie ans Ufer herauskommen. Aber wie würdest du das machen, dass man die besser sieht? Indem man sie nicht so stark verfolgt, wie das überall geschieht. Ja, die sind ja nicht von Natur aus scheu, sondern die wissen, dass sie ständig verfolgt werden. Und von daher sind sie sehr vorsichtig geworden. Ja. Und in einem Nationalpark ist die Frage, ob es gelingt, weil der Nationalpark ja auch nicht so groß ist, dass es irgendwann so weit ist, dass die Tiere wissen, dass in bestimmten Gebieten ihnen nichts passiert und dass sie dann ein bisschen von ihrer Scheu verlieren. Aber noch ist es sicher nicht so weit. Was ich mir schon überlegt habe, ist, das gibt es jetzt seit 20 Jahren. Ich denke mal, diese Geschichte braucht ja eine Zeit lang, bis sie sich so etabliert und bis sie das aufbaut. Das heißt, die Kinder werden dann die Nutznießer sein oder die Enkelkinder? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, für ein Kind oder einen Jugendlichen hat es den Nationalpark immer schon gegeben. Das stimmt. Ja? Er ist heute selbstverständlich, nicht nur für die Kinder, sondern für viele. Das ist uns sehr wichtig. Ja. Und trotzdem ist es immer noch eine außerordentliche Geschichte. Ja. Der Nationalpark ist durch außerordentliche Ereignisse entstanden, aber er ist immer noch etwas Ungewöhnliches. Ja. Weil hier eigentlich, sonst geht es immer darum, das Land zu nutzen, zu nutzen, zu nutzen. Und hier geht es eigentlich um die Natur in Ruhe zu lassen, ne? Um sie auf sich einwirken zu lassen, ohne dass man ständig sie so hinbringt, wie man sie gerne haben will. Und das ist was Besonderes. Und wenn man an die Kinder denkt, die wachsen halt ja ganz anders auf als wir. Das heißt, auch im Dorf sind die, vielleicht im Swimmingpool im Garten, aber auch die Orte der Kinder kommen kaum in die Au. Und da bietet eben der Nationalpark eigene Programme, das Camp in Eckerzau, Führungen für Schulklassen, um hier zu versuchen, einen Zugang zu schaffen, ein besonderes Erlebnis zu schaffen, an das man dann später anknüpfen kann. Also ich habe schon das Gefühl, da hat sich was verändert, und zwar war früher die Natur war ja quasi der Feind des Menschen, der hat immer müssen quasi untertan sich machen, aber jetzt schaut es aus, jetzt kommt man immer mehr dazu, dass man Gast sozusagen ist in der Natur oder Besucher ist. Ja, also das ist eben, der Mensch ist hier zu Gast. Ja. Und das mit dem Feind kommt schon manchmal wieder heraus, zum Beispiel vor 3 Jahren, wie das große Hochwasser war, wo die Donau plötzlich als Feind erlebt worden ist, die Menschen bedroht. Also das ist nicht weg. Ja. Das ist nicht weg. Aber es gibt eben auch die andere Seite
Und die ist in Jahrhunderten eigentlich untergegangen. Ja. Die ist, dass man und hier hat man eben die Möglichkeit, die Natur zu erleben, so wie sie ist, diese Verbindung wieder herzustellen und sich seine eigenen Naturerlebnisse, die hier zu haben. Ne. Also eine große Möglichkeit in Ort an der Donau. Kommen Sie her, seien Sie Gast und machen Sie genau nichts.